Eine so schöne und eine so offiziell zugleich gekleidete Frau des Monats hatten wir eigentlich noch nie gewählt vom Programmbereich Nordrhein-Westfalen, Fernsehen des Westdeutschen Rundfunks, Frau Chiller, Freifrau von Böselager. Wir haben Sie als Frau des Monats Februar 1991 gewählt, weil Sie in diesen ersten Monaten des neuen Jahres so etwas wie ein Zeichen der Verständigung zwischen den Menschen für uns sind, zwischen den Menschen in Westeuropa und Osteuropa, zwischen den Menschen überhaupt. Aber zunächst, ich habe Sie angesprochen als eine so würdevoll gekleidete Frau. Sie sind hier, Sie müssen es selber erklären, als was Sie hier sind. Was sagt Ihre Uniform über Sie aus? Meine Uniform sagt aus, dass ich Malteserin bin. Malteserin zu sein ist in allen Ländern dasselbe. Es bedeutet, dass man sich für die Wahrung des Glaubens und die Hilfe den Bedürftigen besonders einsetzt. Sie sagen, Malteserinnen sind in allen Ländern dasselbe, aber Sie haben hier so ein, ich weiß nicht, Orden hängen, der mir doch darauf hinzuweisen scheint, dass Sie nicht ganz so dasselbe sind, oder? Es ist nur, dass man muss immer für irgendeine Arbeit eine Leitfigur auswählen. Und das Bundesverdienstkreuz ist mir ja verliehen worden für die Arbeit mit den DDR-Flüchtlingen. Aber eigentlich, damit sind alle Malteser gemeint, die damals den Flüchtlingslager mit mir zusammen betreut und aufgebaut haben. Und das Starten eines neuen Malteser Hilfswerkes im Osten, das ist der einzige nach westlichen Muster laufenden Hilfswerk, das es noch immer gibt, hat mir den Malteserorden eine hohe Auszeichnung ausgegeben. Und das sind Themen jetzt dieser 30 Minuten, dieses Porträts über Frau Chiller, Freifrau von Böselager, geboren 1941 in Budapest. Ihr Leben wird uns ein wenig beschäftigen. Sie leben jetzt in Nordrhein-Westfalen und zwar auf Schloss Hollinghofen hier im Sauerland. Vom Beruf waren Sie ganz vieles, darüber werden wir reden, aber ist das richtig, wenn ich einfach so sage, vom Beruf sind Sie ganz schlicht Mensch? Ja, zunehmend. Was heißt zunehmend? Weil ich jetzt die Möglichkeit habe, offensichtlich Sachen, die in meine Kindheit, die Wurzel in meine Kindheit zurückliegen, voll zur Entfaltung zu bringen. Und früher, als ich meinen Beruf als Chemikerin, die ich ja gelernt habe, und Marketing ausgeübt habe, nicht die Gelegenheit hatte, so zu leben, wie ich das jetzt tue. Dann möchten wir doch, ehe wir zu den Anfängen zurückgehen, bei den letzten Tagen bleiben. Sie sind, Sie haben es eben schon erwähnt, in diesem Monat in Ihrer Heimat Ungarn in ganz besonderer Weise geehrt worden. Marion Seemann hat einige der Szenen festgehalten. Die Budapester Pfarrkirche zur Heiligen Familie im Februar 91. Vor gut einem Jahr Zufluchtsstätte für Tausende von DDR-Flüchtlingen. Ungarische und deutsche Malteserhelfer sind dabei, als in einem feierlichen Zeremoniell Chiller, Freifrau von Böselager, in den ungarischen Malteser Ritterorden aufgenommen wird. Anerkennung für ihren unermüdlichen Dienst an notleidenden Menschen. Der Malteser Ritterorden wurde im 11. Jahrhundert gegründet. Neben dem christlichen Dienst am nächsten, der Hilfe für Verletzte und Verwundete, kämpften die Ordensbrüder jahrhundertelang für ihren Glauben auch mit Waffen. Seit etwa 200 Jahren widmen sie sich wieder ganz den Menschen in Not. Sie bauten Krankenhäuser und gründeten Hilfsorganisationen, wie beispielsweise den Malteser Hilfsdienst. Heute hat der Orden über 10.000 Mitglieder. Die von den Ordensbrüdern gegründeten Hilfsdienste unterhalten Einrichtungen in mehr als 80 Ländern, in der Dritten Welt und nun auch wieder in Osteuropa. Im Februar 89 wird der ungarische Malteser Caritas-Dienst gegründet. Gründungsmitglied ist Chiller, Freifrau von Böselager, selbst seit 83 Malteserin. Gemeinsam mit den Ungarn baut sie ein Hilfsnetz nach westlichem Muster auf. Die Malteser haben in Ungarn heute über 300 Mitglieder, die sich ehrenamtlich um Menschen in Not kümmern, getreu den Malteser Leitsätzen, Waren des Glaubens
und Hilfe den Bedürftigen. Der schwarze Mantel und das Ordenskreuz als äußere Zeichen. In der Männergesellschaft der Ordensritter ist Freifrau von Böselager eine der wenigen Frauen. Ja, Frau von Böselager, Wahrung des Glaubens und Hilfe für die Bedürftigen, das sind hohe Worte. Was bedeutet Ihnen das, Wahrung des Glaubens? Was bedeutet Ihnen Glauben? Eigentlich so wirklich alles im Leben, weil alles, was man hat, kommt von Gott. Das ist mein Glaube, dass Gott nicht irgendwelche abwesende, weit weggerückte Macht ist, sondern der, der mich erschaffen hat, so wie ich hier sitze, und der in mein Leben weiterhin eine Rolle spielt und für den ich bekannt bin. Er kennt mich ja und leitet mich ja ganz persönlich. Anders könnte ich die Geschichte der vergangenen drei Jahre gar nicht erklären, weil es ja wie eine Kette gelaufen ist. Der Sie persönlich leitet, der aber auch im Leben der anderen Menschen eine Rolle spielt? Ja, bestimmt. Es kann ja gar nicht sein, dass so eine große Macht einem geschaffen hat, um nachher loszulassen und sich nicht mehr für einen zu interessieren. Und das, was wir jetzt gerade so erleben in diesen Tagen, das ist Leid. Eine Anfrage, eine Herausforderung? Oder wie werden Sie dann auch gerade unter diesem religiösen Aspekt damit fertig? Mit dem Leid? Zum Beispiel. Das Leid, Gott hat seinen eigenen Sohn den größten Leid auch zugemutet. Und ich persönlich bin ja eigentlich ziemlich schwer krank. Und viele fragen sich, warum kriege ich so eine Aufgabe gestellt? Und wenn ich an Gott glaube, gleichzeitig nimmt er viele von meinen Kräften, um mit meiner Krankheit fertig zu werden. Und das ist ein Prüfstein. Und gleichzeitig gibt es einem unerahnte Kräfte zusätzlich. Wir müssen durch das Leid durch, um bessere Menschen zu werden. Wenn man nur Gutes erlebt, tendiert man dazu, zu eingebildet zu sein und zu selbstherrlich. Um bessere Menschen zu werden, ein besserer Mensch zu sein, das äußert sich für Sie daran, dass man armen, Hilfsbedürftigen hilft. Das gehört zusammen, Wahrung des Glaubens und Hilfe für die Bedürftigen. Es gibt ja auch sehr gute Menschen und viele gute Menschen, die nicht gläubig sind. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie ihre gute Werke langfristig aushalten, wenn sie nicht immer eine Erneuerung von irgendwoher bekommen. Für mich ist das tatsächlich der Glaube. Der Malteser Orden und alle Malteser Hilfswerke gehen auf den Grundsatz zurück, dass wir in diesen armen Menschen unseren Herrn Jesus Christus sehen. Er hat ja gesagt, dass, was ihr den Geringsten meinen Brüdern getan habt, habt ihr mir getan. Also ihr habt mich gekleidet, ihr habt mir zu essen gegeben, habt mir zu trinken gegeben, ihr habt meine Wunden verbunden. Und das ist eine Begegnung mit Gott. Das heißt, für religiöse Menschen, die nur oder in der Hauptsache, ich sage immer, meditieren, haben sie weniger Verständnis. Es gehört dazu, dass man dann tätig wird und hilft. Nein, die haben auch ihre Berechtigung, denn sie beten ja für einen. Das ist ja so, wie dass man jemand hat, der eine Aufgabe, die, weil man aktiv ist, vielleicht nicht so wahrnimmt, wie man möchte. Wenn ich die ganze Zeit mit meinen beiden Händen am Arbeiten bin oder am Telefonieren, um für Spenden zu betteln, dann kann ich eben nicht beten. Und dafür sind die meditativen Gruppen, Orden, ja, die dann diese Aufgabe machen. Ich verstehe das, Frau von Böselager. Ich möchte trotzdem noch einmal zurück. Sie sprechen über die religiösen Menschen, die so tätig sind. Aber können Sie sich nicht genauso unreligiöse Menschen vorstellen, die genauso ernst und auch dauerhaft dem Guten im Menschen weiterhelfen wollen, aus humanitären Gründen? Ich glaube, dass die Humanität heute
Man tendiert dazu, sie loszusagen vom Christentum. Aber wenn Sie die Religionen der Welt anschauen, gibt es eigentlich keine andere wie der Christentum. Unsere Humanität kommt aus dem Christentum. Mhm. Und ich glaube, dass es heute tatsächlich Menschen gibt, die glauben, dass sie nicht gläubig sind. Mhm. Aber de facto haben sie ihre Wurzeln in Christus und seine Aussagen. Er hat ja diese ganze Nächstenliebe. Sie wissen ja, für einen Buddhist oder einen Hindu, man muss einfach sein Leben akzeptieren und die Leute sterben neben einem und man tut sie nicht aufnehmen zum Beispiel. Ja. Das ist natürlich eine religiöse Aussage, über die man dann nicht weiter diskutieren kann. Wenn Sie sagen, jemand, der gut handelt und auch wenn er nicht an Gott glaubt, handelt trotzdem letztlich in Gottes Auftrag, dann ist das Ihre Überzeugung, dann ist das einfach eine Aussage. Frau von Böselager, Ihre Hilfsbereitschaft wurde in ganz besonderer Weise im August 1989 gefordert, als Sie sich damals in Ungarn aufhielten. Was machten Sie damals in Budapest? Wie kam das alles? Ich kam um den ersten gemeinsamen Einsatz des Malteser Hilfsdienstes Paderborn und der ungarische Malteser Caritasdienst, die Organisation, die ich gegründet habe, zu betreuen. Es war das erste Mal, wo es möglich war, wieder eine Prozession durch die Straßen von Budapest nach 42 Jahren zu führen. Und das heißt, ein öffentlicher religiöser Umzug. Ja. Am Fest des heiligen Stefan, der erste des König, Heilige der Ungarn. Ja. Der ist der erste ungarische König, der Christ war und der eine deutsche Frau hatte. Ich muss sagen, ich bin da ungebildet. Der wann lebte? 1000. Genau, ja. um 1000 wurde er gekrönt, hatte eine deutsche Prinzessin zur Frau. Das macht 1000 Jahre ungarische, deutsch-ungarische Freundschaft eigentlich aus. Das setzen Sie jetzt in anderer Weise fort, aber auch darüber sprechen wir dann später noch. Und sonst pflege ich einen sehr strengen und etwas fördernden Terminkalender einzulegen. Und ich war wieder mit gesundheitlich nicht so auf der Höhe und ich hatte nichts vor, außer diesen Einsatz zu leiten. Und war im Hause des deutschen Gesandten untergebracht mit der Mannschaftsführung. So, und da unterbreche ich mal, entschuldigen Sie, Frau von Böselager, und rufe jetzt noch einmal unsere zweite Einspielung von Marion Seemann ab. Die zeigt nämlich die Situation. Budapest im August 1989. Tausende DDR-Bürger suchen Zuflucht in der deutschen Botschaft. Am 13. August wird die Botschaft wegen Überfüllung geschlossen. Die verzweifelten Flüchtlinge müssen vor der Tür bleiben. Sie kampieren auf der Straße, übernachten in ihren Trabis. Die Situation spitzt sich dramatisch zu. War es Zufall oder Fügung, Cilla Freifrau von Böselager, selbst Flüchtlingskind, weilte just zu diesem Zeitpunkt in Budapest. Spontan und ohne zu zögern, organisierte sie gemeinsam mit dem ungarischen Malteser Caritasdienst, dessen Gründerin sie ist, Hilfe für die Draußenstehenden. Die Pfarrkirche zur Heiligen Familie, Hauptquartier der ungarischen Malteser, nahm DDR-Bürger auf. Hier wurden sie verpflegt. Mit unermüdlichem Einsatz besorgten die Helfer Lebensmittel, sprachen Trost zu, warfen Stasi-Spitzel hinaus. Aus Deutschland transportierte der Malteser Hilfsdienst Zelte nach Ungarn. Auf dem Kirchengelände richteten ungarische und deutsche Helfer gemeinsam das erste Zeltlager für die Flüchtlinge ein. Zwei weitere sollten später folgen. Die Zeltlager in Budapest und am Plattensee waren für die DDR-Bürger Sprungbrett in den freien Westen. Über 30.000 hatten hier auf ihre Ausreise gewartet. Angesichts der verzweifelten Lage der Menschen, die um keinen Preis in ihr Heimatland zurück wollten und vielleicht auch unter Druck gesetzt durch den großen Einsatz der westlichen Hilfsorganisationen, öffneten die Ungarn schließlich die Grenzen. Ja, das war die Situation damals, August 1989. Frau von Böselager, was war Ihre Motivation, damals nun in diese konkrete Situation so reinzugehen? So kann ich das eigentlich nicht. Es war so selbstverständlich. Ich traf die verzweifelten Diplomaten versammelt am Sonntagnachmittag da drin. Die deutsche Botschaft muss zugemacht werden. Was passiert jetzt mit den Menschen? Da habe ich gesagt, ich übernehme sie. Und ganz bestimmt hat mich dazu bewogen, dass ich wusste, an der Hilfe von welchen Menschen ich rechnen kann. Die Ungarn haben sich sofort bereit erklärt, für Hunderte von DDR-Bürgern
alles, was sie hatten, zu teilen. Am Montag waren die von der Straße weg. Mhm. Pfarrer Kozma, der Vorsitzende meiner Organisation in Ungarn, hatte einfach gesagt, lasst uns mal die Gürtel etwas enger schnallen und unsere Brüder und Schwestern aus der DDR in unseren Heimen aufzunehmen. Man muss sich vorstellen, was das für Heime sind. Da wohnen 4, 5 Leute auf 80 oder 90 Quadratmeter. Dann noch ein Zimmer frei zu machen, um auch noch weitere 3, 4 DDR-Bürger, mit denen man sich auch gar nicht verstehen kann, aufzunehmen. Nur mit Zeichensprache und mit Zeichen der Liebe. Und dazu kam, man wusste damals ja auch noch nicht, wie würde es weitergehen. Nein. Dass die Grenzen sich öffnen würden, war ja noch nicht bekannt. Nein, ne? Wir haben viel gebangt und doch irgendwo habe ich wegen meiner früheren Kontakte mit der Reformregierung von Herrn Ministerpräsident Nemeth und Herrn Horn so ganz stark die Zuversicht gehabt, hier wird sich was Entscheidendes tun und zwar im positiven Sinne. Sie werden diesen Mut, dass Sie Woche für Woche, wie ich Sie beobachtet hatte, aufgebracht haben, irgendwie beweisen. Denn alleine, dass Sie zum Beispiel zugelassen hatten, eine noch total wirklich kommunistische Regierung, dass eine Malteser Hilfsorganisation in Ihrem Land gegründet wurde, war schon damals eine Sensation und bewies, dass Sie nicht Perestroika und Glasnost als Deckmantel gebraucht haben, dass Sie es todernst machen, meinten Ungarn auf dem Weg zu einem freien europäischen Land wieder zu machen. Haben Sie das damals auch empfunden, Ihr Handeln als Teil dieses auf dem Weg zu einem freien Europa? Nein. Oder haben überhaupt politische Gesichtspunkte Nein. für Sie eine Rolle gespielt? Nein. Das war einfach die Not der Menschen zu lindern und dazu wusste ich, dass wir das sofort machen konnten mit Hilfe der ungarischen Bevölkerung und dass hinter mir mein sogenannter großer Bruder, der Malteser Hilfsdienst steht. Und der Telefonanruf ging Sonntagabend raus und am Mittwoch waren alle Zelte und notwendige Material aus Deutschland angekommen. Auch eine, ich sag mal, antikommunistische Grundhaltung hat da keine Rolle gespielt. Ich bin ja antikommunistisch, kann ich ja gar nicht anders sein nach dem alles, was ich erlebt habe. Aber wenn es um Not geht, spielt die Politik keine Rolle. Ich möchte darauf hinweisen, dass zum Beispiel in Vietnam, als der Vietcong reingekommen war, die Malteser ihr Krankenhaus weiterhin geführt haben, obwohl sie jetzt unter eine kommunistische Regierung arbeiten mussten. Da macht man keinen Unterschied. Wenn einer verwundet ist, ist er verwundet. Er ist krank. Ja. Frau von Böser, da möchte ich dann doch jetzt gern einsetzen und ein wenig einfach mit Ihnen auch über Ihr Leben sprechen. Sie sind Ungarin, 1941 in Budapest geboren, dort aufgewachsen, aber dann zusammen mit Ihren Eltern 1945 von der Roten Armee aus Ungarn vertrieben worden. Erinnern Sie das noch? Hat Sie das geprägt? Oder? Ich erinnere mich wie an einen schwarz-weißen Film, dass wir in ein Auto fuhren und plötzlich rauslaufen mussten und irgendwo Versteck spielten, so erinnerte ich mich, und dann zurückkommen und vor uns war ein Auto und da lag ein Mann darunter. Und ich fragte meine Mutter, Mami, warum steht der Onkel nicht auf? Und sie sagte, er ist tot. Und ich sagte, tot? Ja, er schläft, er ist jetzt eingeschlafen für immer. Das war auf der Flucht, man wurde ja... Man spricht sehr viel über, was die Deutschen machten. Man spricht sehr wenig über, was nicht freundliches die andere Seite gemacht hat. Die Zivilbevölkerung wurde ja teilweise tatsächlich aus Flugzeugen angegriffen und angeschossen. Das erinnere ich sehr genau. Ich erinnere, dass unser Haus in Flammen aufgegangen ist, weil eine Vollbombardierung bekommen hatte auf dem Rosenhügel in Budapest. Und ich erinnere dann die Flüchtlingslager in Bayern, weil meine Eltern verloren gegangen waren auf dem Weg. Ich bin mit meiner Schwester auf einmal alleine in ein Flüchtlingslager gelandet. Und haben sich dann in Bayern mit ihren Eltern wiedergefunden? Ja. Und sind dann aber nach einiger Zeit aus Bayern ausgewandert nach Südamerika und sind dort zur Schule gegangen und sind dort heimisch geworden oder Sie, meine ich? Ja und auch nein.
ich bin groß und blond und blauäugig und die venezolanische Bevölkerung ist eher etwas dunkel, anders aussehend. Ich wurde immer sofort als eine Fremde und Außenstehende von meiner Erscheinung her anerkannt, sodass ich von Kindesbeinen auch mit diesem Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören, groß geworden bin. Ich wollte gerade sagen, hat Sie das vielleicht auch bis heute hin immer noch geprägt, so ein wenig außerhalb zu stehen? Ich glaube, es hat mir ein sehr großes Verständnis und einen Drang geradezu dazu gegeben, dass wenn ich jemanden sehe, der nicht integriert ist, dass mich das stört, dass mir das wehtut, dass ich da etwas machen möchte, um den wieder in reinzubringen, dass er nicht am Rand steht. Ja. Und das ist selbstverständlich meine Arbeit jetzt in Ungarn auch. Die Obdachlosen, die müssen von der Rand der Gesellschaft zurückgebracht werden und Arbeit bekommen. Ich das alles höre, was Sie tun, Arbeit für die Obdachlosen, Hilfe, dann verstehe ich überhaupt nicht, warum Sie Chemie studiert haben, warum Sie in großen Konzernen, Erdölkonzernen, Pharmakonzernen tätig waren. War das ein Umweg oder gehört das auch dazu oder wie ist das? Mein Vater hat gesagt, dass er mir nichts anderes geben könne als eine gute Erziehung und eine gute Ausbildung. Und er hat gesagt, wenn die Kommunisten hier kommen sollten und die Weltmacht werden sollten, das Einzige, was immer Fortbestand haben wird, ist die Naturwissenschaft. Ich wollte eigentlich Geschichte studieren, Archäologie genauer gesagt. Und er hatte gesagt, du musst etwas studieren, mit dem du dein Leben immer in die Hand behalten kannst. Mhm. Und ich war gut in Chemie und so bin ich Chemikerin geworden. Mhm. Aber das ist heute für Sie Vergangenheit, oder? Ja, ich glaube, wenn ich eine chemische Formel oder eine mathematische Formel jetzt heute lösen müsste, könnte ich das bestimmt nicht. Ich kann Ihnen nicht. Doch keine Aufgabe stellen, denn ich verstehe da auch überhaupt nichts von. Und dann, Frau Möselager, kam, sage ich einmal ein bisschen salopp, der Knick. Ich meine, 1987 haben Sie den Präsident der ungarischen Malteser getroffen, Herrn Imre Ugon, ist das richtig ausgesprochen? Imre Ugon. Er reiste durch Deutschland und warb, glaube ich, für eine bessere medizinische Versorgung in Ungarn. War das so der Klick für Sie oder wie war das? Er lebt in Deutschland. Der ungarische Malteserorden war ja selbstverständlich verboten in Ungarn zu der Zeit. Und er ist Präsident der Malteser Ritter in deutschsprachigen Raum und ich kenne ihn seit vielen Jahren und er hat mir im Sauerland auf so einer Cocktailparty gesagt, dass man in Ungarn helfen könne, aber wer sich wohl diese Aufgabe annehmen würde. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht etwas für mich. Der Knick kam eigentlich später. Okay, und ehe Sie jetzt den späteren Knick schildern, würde ich gerne noch einen Beitrag von Marion Seemann bitten, der eben die medizinische Situation in ihrem Heimatland in Ungarn schildert. Eisschollen auf der Donau, der Burgberg im Nebel. Die winterliche Tristesse könnte Sinnbild sein für die wirtschaftliche Not, in die Ungarn geraten ist. Von den 11 Millionen Einwohnern leben nach Schätzungen des ungarischen Malteser Caritas-Dienstes 4 Millionen am Rande des Existenzminimums. Betroffen sind vor allem alte Menschen. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, hohe Mieten. Die Zahl der Obdachlosen steigt beängstigend. Hilfe aus dem Westen ist dringend erforderlich. Chilla von Böselager bei ihrem ersten Informationsbesuch in einer Budapester Sterbeklinik. Bestandsaufnahme. Die Situation in Krankenhäusern und Pflegeheimen ist erschreckend. Die medizinische Versorgung ist völlig unzureichend. Der Etat des Gesundheitsministeriums beträgt nur ein Drittel dessen, was in der Bundesrepublik zur Verfügung steht. Ein Pflegeheim für Schwerstbehinderte. Völlig veraltete Herz-Lungen-Maschinen erhalten Menschenleben. Damit die Patienten wenigstens stundenweise die eisernen Maschinen verlassen können, besorgte die Freifrau tragbare Geräte aus Amerika. Ihre Nachfragen bei westdeutschen Firmen ergaben, dass in der Bundesrepublik ausrangierte Geräte verschrottet werden, um das Firmenimage nicht zu schädigen.
Wie gut Sach- und Geldspenden angelegt sind, zeigt dieses Beispiel. Ein staatliches Heim für geistig behinderte Kinder. Farbe für die Wände, Kinderbetten aus Deutschland schaffen ein wenig Behaglichkeit. Ärzte und Pflegepersonal machen mit ihrem Einfallsreichtum aus dem Wenigen viel. Schlimme Bilder, nicht? Wahrscheinlich ist die medizinische Situation in Ungarn noch schlimmer, viel schlimmer wahrscheinlich als zum Beispiel in den 5 neuen Bundesländern. In den 5 neuen Bundesländern müssen wir helfen, aber auch in Ungarn, aber auch in Polen. Schaffen wir das eigentlich alles? Wir müssen es schaffen. Ich glaube schon. Es ist die Aufgabe der kommenden Jahre, dass wir hier im Westen wirklich beweisen, dass wir es mit der Demokratie ernst meinen. Wir müssen ein Opfer bringen, der ist mal gar nicht mal so schlecht. Wissen Sie, es ist jetzt die Fastenzeit. Keiner geht hier hungrig aus. Aber was wäre es, wenn in alle Familien zum Beispiel man sich in unserem Land sagen würde, wir essen heute nur Pellkartoffeln mit Quark und verzichten auf unser Schweineschnitzel. Schmeckt köstlich und ist gesund. Und Vater trinkt in der Woche 2 Fläschchen Bier weniger. Tut dem Bauch gut. Und die Mutter geht zum Club oder zum Verein und isst eine Torte weniger. Was da an Geld noch möglich wäre zum Helfen. Aber Frau von Böselager, empfinden Sie nicht manchmal einen gewissen, ich sag's mal ganz hart, einen gewissen Geiz auf der westlichen Seite bei uns hier? Dass die Leute zu viel an sich und eigentlich nur mit Widerwillen an andere denken, nur mit Widerwillen helfen? Also ich möchte jetzt vergessen, dass ich deutsche Staatsangehörige bin und als Ungarin meine Bewunderung doch für die Deutschen aussprechen, die seit Jahrzehnten Miserio, Adveniat, Brot für die Welt, unwahrscheinliche Mengen helfen, geholfen haben. Und wir können noch viel mehr helfen, wenn wir die Motivation bekommen und wir wissen, was zum Beispiel, wenn ich das für meine Organisation sagen darf, dass meine Mark, die ich dorthin gegeben hat, so viel wirkt, wie als ob ich irgendwo anders vielleicht 4 Mark gespendet habe. Dass mein Geld wirklich ankommt, dass ich das weiß, dass kein Schindluder mit meiner Spende getrieben wird, dann können wir noch wahre Wunder noch leisten. Wir sind nicht erschöpft. Wir sind nicht erschöpft, das glaube ich auch nicht. Ausgeschöpft, auch nicht der Potenzial. Wir sind nicht ausgeschöpft, aber die Not in der Welt ist auch groß. Und wir haben es ja nicht nur mit Ungarn zu tun, wir haben es auch zum Beispiel mit der großen Sowjetunion zu tun. Da möchte ich was dazu sagen. Bitte, sagen Sie. Ich finde, dass wir hier eine Priorität setzen müssen. Im vergangenen Jahr habe ich ganz große Projekte in Rumänien gehabt und durchgeführt, führe noch mehrere durch. Ich finde, wir müssen ein Exempel statuieren. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Ungarn hat den Fall des Eisernen Vorhangs bewirkt. Das stand gestern zum Beispiel auf der ersten Seite von einer großen Zeitung Ungarn geschrieben. Nicht für umsonst ist der Warschauer Pakt tatsächlich in Ungarn geendet, begraben worden. Und alle Augen richten sich irgendwo doch auf diesem Land. Schaffen ausgerechnet die es, die Wende? Und wenn die es nicht schaffen, ist das psychologisch so entmutigend für die anderen, dass ich glaube, man alleine deswegen schon ein Exempel statuieren müsste. Und die Situation in Ungarn ist heute etwa sehr viel schlechter als die in der ehemaligen DDR, in den 5 neuen Bundesländern, ja, oder? Dieselbe Probleme, die in der DDR sind, sind in Ungarn, aber potenziert, würde ich sagen, auf das 4-5-fache. Wir haben keine Bundesrepublik auf die Seite. Wir haben keine Experten, die dieselbe Sprache sprechen, die uns sagen können dort, wie baut man eine freiheitliche Regierung überhaupt auf. Das muss gekonnt sein. Frau von Böselager, eine letzte Frage noch. Sie sammeln jetzt für das, was Sie eben geschildert haben? Ja. Der Malteser Hilfsdienst sammelt unter einer bestimmten Kontonummer? Ja, also die Malteser zusammen sammeln unter der vor Ort kundig sind und ganz genau wissen, was sie tun und vor allem die Logistik der Hilfe gelöst haben. Da möchte ich, Sie hatten vorhin die Sowjetunion erwähnt, das ist für mich leider ein Beispiel, wo die Logistik nicht gelöst war, wo humanitäre Hilfe nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte.
Frau Möslager, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Sie als die von uns gewählte Frau des Monats Februar 1991. Wir wollten mit Ihrer Wahl auch ein Zeichen des Friedens setzen. Danke. Dankeschön. Heilig.